Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel zwischen dem TuS Sanderbrück und dem KFC Uerdingen. Endstand 0:2. Ich begrüße die beiden Trainer, den Stefan Krämer vom KFC, den Florian Kornberg vom TuS Sanderbrück, die Vertreter der Medien, der Presse, die interessierten Zuhörer, und ich bitte den Stefan Krämer um sein Fazit. Schönen guten Tag alle zusammen. Also erstmal würde ich gerne meinen Kollegen und dem Club für die Leistungen in den letzten Wochen gratulieren. Wir haben uns richtig Kopfzerbrechen gemacht in der Vorbereitung auf das Spiel heute. Wir haben dazu geführt, dass wir uns wirklich extrem mit dem Gegner auseinandergesetzt haben vor dem Spiel. Ich denke aber, dass wir das vom Anpfiff weg eigentlich auch vernünftig auf den Platz bekommen haben, was wir uns vorgenommen haben. Grundsätzlich unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, hoch anzulaufen, ins extreme Pressing zu gehen, das verändern wir sowieso nicht. Aber wir haben schon in der Balance auf dem Platz zwei, drei Dinge gemacht, die dem Gegner geschuldet waren. Und muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Das hat sie über weite Strecken richtig, richtig gut gemacht. Ich glaube, dass wir verdient in der Halbzeit schon geführt haben. Der Kritikpunkt, ähnlich wie am Dienstag gegen Wegberg, war, dass wir aus den vielen klaren Torschancen, speziell nach der Halbzeit, zu wenig Kapital geschlagen haben. Wir hätten früher die Tore machen müssen, hätten dann mehr Ruhe gehabt. Vor allem 2:0 ist ein gefährliches Ergebnis. Da kann einer durchrutschen, auf einmal 2:1, dann kommt nochmal Hektik ins Spiel. Wissen wir ja alle, wie Fußball funktioniert. Und dieses Risiko hätten wir uns ersparen können, indem wir früher und ein bisschen zielstrebiger aufs dritte Tor gespielt hätten. Das ist das, was ich meiner Mannschaft ankreiden muss. Wenn man sieht, wie der Gegner die letzten Wochen gearbeitet hat und wen er geschlagen hat, dann muss ich sagen, hat meine Mannschaft einen extrem erwachsenen Auftritt hier hingelegt. Ich finde, wirklich im Stil einer Spitzenmannschaft aufgetreten. Und ich bin froh, dass wir das Spiel so gestaltet haben, wie wir es gestaltet haben, weil wir haben eben die letzten Wochen noch längst nicht alle. Und wünsche dem Club, dass er in den nächsten Spielen jetzt gegen die direkten Konkurrenten so punktet, dass er in der Liga bleibt. Ich denke, hätte der Club auf jeden Fall verdient, die Art und Weise Fußball zu spielen. Gefällt mir gut und ich hoffe, dass das nachher reicht, um die Liga zu bleiben. Schönen Dank, Stefan Krämer, für die netten Worte und die gute Einschätzung. Florian, wie fällt dein Fazit aus? Ja, auch von mir erstmal schönen guten Tag zusammen. Stefan, vielen Dank für die Komplimente und netten Wünsche. War heute schon bewusst, auf welchen Gegner wir auch treffen, mit der Qualität, die offensiv auch dann da ist. Sind in der Anfangsphase vom Druck nicht überrascht gewesen, aber konnten uns sicherlich nicht so befreien, wie wir uns halt gewünscht hatten. Trotzdem waren zwei, drei Momente dabei, wo Valentini dann am Torwart scheitert. Ich glaube, diese kleinen Chancen oder diese Torsituationen, die braucht man dann gegen so eine Mannschaft einfach, um vielleicht einen anderen Spielverlauf zu haben. Aber ansonsten muss ich Stefan total zustimmen. Also wir hatten heute, was die mannschaftstaktische Sicht angeht, nicht die Balleroberung im Zentrum wie vielleicht noch gegen Viktoria. Ich will auch jetzt nicht sagen, weil wir umstellen mussten. Ich glaube, jeder hat hier alles gegeben heute auf dem Platz. Aber nachher dann mit Tim, der muskulär Probleme hatte, und mit Ahmed, da hatten wir die ein oder andere Balleroberung zwar noch dabei, aber sicherlich nicht die Ruhe im Ballbesitz raus, um dann auch aus diesem Gegenpressing des Gegners rauszuspielen. Nach der Halbzeit ist es dann so, wir können jetzt darüber diskutieren, manche Situationen kann man sicherlich immer besser verteidigen. Ich glaube aber, dass in der Liga Beister dann auch ein absoluter Ausnahmespieler ist, wie er sich zweimal dann um Admir rumdreht und da vielleicht schon für die Vorentscheidung sorgen kann. Alles in allem, nach dem 2:0 hatte ich dann ganz kurz vielleicht Bedenken, dass wir richtig unter die Räder kommen können. Ich glaube aber, dass der KFC da vielleicht ein ganz klein bisschen Tempo rausgenommen hat, und dann waren so zwei, drei Situationen, wo man vielleicht noch hofft, mit dem Fuß dran zu kommen, mit dem Kopf dran zu kommen, dass wir ein 1:2 haben, um eventuell noch mal einen anderen Spielverlauf zu haben. Alles in allem eine verdiente Niederlage. Kämpferisch kann ich meinen Jungs nichts vorwerfen. Das ist das Ende der vierten englischen Woche am Stück. Und man hat einfach gemerkt, dass hinten raus der Power auch fehlte. Und der KFC das auch sehr, sehr gut gemacht hat. Daher Glückwunsch zu einem sehr verdienten Sieg. Offensiv, muss ich sagen, war der die beste Mannschaft, die in der Saison hier gespielt hat, für meine Verhältnisse. Das war einfach top. Und ich glaube, wenn sie noch konsequenter sind, dann können wir nach der Halbzeit, wie Stefan eben schon gesagt hat, tatsächlich noch ein bisschen mehr an Toren, an Gegentoren bekommen. Für uns ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir die Jungs wieder frisch kriegen in den nächsten Tagen, weil ab Köln ist vielleicht die entscheidende Woche in der Saison. Wenn wir in Köln spielen, haben dann Rhenan zu Hause und auch Bonn kommt noch. Und dann wäre es schön, wenn wir mit der Frische und mit den Jungs
antreten können, die uns jetzt in den letzten Wochen so tolle Leistungen beschert haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Florian, auch für deine Einschätzung. Sind noch Fragen seitens der Presse? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gebe ich noch die übrigen Endergebnisse bekannt, sofern sie mir vorliegen. Borussia Mönchengladbach 2 gegen Rhein 7:0. Ach, du Scheiße. 7:0, ja. Verl gegen Wattenscheid 1:1. Rödinghausen, Wegberg-Beek 2:1. Alemannia Aachen, Bonner SC 2:4. Oberhausen gewinnt gegen den 1. FC Köln 2 mit 2:0. Morgen finden dann noch die Partien Borussia Dortmund 2 gegen Wiedenbrück, Fortuna Düsseldorf 2 gegen Wuppertal und Viktoria Köln gegen Rot-Weiß Essen statt. Damit darf ich mich für euer Interesse bedanken, die Pressekonferenz beenden und allen noch ein schönes Wochenende wünschen. Dankeschön.